Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Und ja, wir werden genau da weitermachen, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Den Satz kennt ihr schon von mir. Ja, und zwar werden wir hier weiterhin das Gas abpumpen. Als ersten Schritt, bevor wir dann hier die Umbaumaßnahmen machen, dass ich hier wieder einen Auslauf bauen kann, der dann ja, höchstwahrscheinlich nicht nochmal wieder schmelzen wird. Aber das wird einfach noch ein bisschen Zeit dauern, bis wir hier alles ja, so weit haben, dass das funktioniert. Weil wir vielleicht das Ganze... Nee, wir können es nicht beschleunigen. Wir müssen einfach... da müssen wir einfach ein bisschen Geduld haben. Was wir in der Zwischenzeit machen werden, wir werden hier ein paar, ja, so glaube ich zumindest, ein paar schöne Räume bauen. Für die Bodenplatten, die noch nicht gebaut sind, nehme ich hier mal einen Granit. Ich baue das einfach erstmal und fange damit an, dass ich hier einfach die fehlenden Wände erstmal mal einbaue oder die fehlenden Decken. Wir können natürlich hier dann und müssen wir auch einen ganzen Schwung Treppen abreißen, die wir hier alle nicht brauchen. Ich werde diese Wand hier allerdings bestehen lassen. Vielleicht macht es noch Sinn. Ne, eigentlich ist das egal. Obwohl doch, wir machen es doch. Wir lassen hier einen kleinen Freiraum. Ja, so werden wir das machen. Ich lasse das Spiel mal ein bisschen schneller laufen. Achso, hier, der Luigi, sein Reich ist immer noch recht warm, wenn ich das hier so sehe. Allerdings, ja, ist es auch nicht dramatisch. Und vielleicht können wir das Ganze nochmal ein bisschen... Ui, wieso kommt denn hier nirgendwo mehr Sauerstoff an? Kein Strom. Achso, weil der keinen Strom hat. Ja, logisch, dann funktioniert der Rest auch nicht. Und der hat keinen Strom, weil das System hier nicht funktioniert. Okay. Da war der eine Stromverbraucher wiederum zu viel. Ja, das System ist noch nicht ganz ausgereift. Das kann ich schon mal sagen. Wir müssen hier dann ein Leiterkabel bauen. Das machen wir mal direkt. Ja, ich versuche auch nicht so hektisch zu sein. So, und da müsste das hier ja gleich wieder alles in Betrieb gehen. Sauerstoffproduktion dürfte wieder. Genau, jetzt geht es nämlich los. Hier kann auch der Sauerstoff wieder. Ja, okay. Gut, vielleicht macht es dann Sinn, dass wir, um das hier in den Griff zu kriegen, dass hier so warm ist, hier noch eine weitere Leitung. Ja, das machen wir auch. Zu bauen. Natürlich aus Abyssalit. Ups, falsche Taste. So, Gasbrücke aus Abyssalit, weil das am besten die, ja, oder verhindert, dass die, dass das Gas die Temperatur verändert. Aber dann hier runterbauen. Ich würde mal sagen, den Gasabzug machen wir dort einfach ein, ja. Ja, und das dürfte das ganze Problem dann ein bisschen beheben. Mit dem CO2 hier muss ich mir auch nochmal was einfallen lassen. Das ist ja auch stark angestiegen sogar. Okay. Na, das kriegen wir auch hin. Da lasse ich mir auch noch was für einfallen. So. Aber diesen Ziegel können wir dann noch bauen. Das sind natürlich alles, was wir hier so abreißen, auch aufräumen. Da kommen wir nicht drum herum. Die Leitung lasse ich jetzt hier mal so, wie sie sind. Was ich mit diesem Raum hier mache, bin ich mir noch nicht so ganz schlüssig. Aber was wir auf jeden Fall machen werden, dass wir hier drei Wohnbereiche bauen. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Und zwar machen wir das hier jeweils mit
Doppeltüren für die Luftzirkulation. Ja. So, was wir hier brauchen ist, also das soll im Grunde alles Wohnbereiche werden, wo dann auch jeweils eine eigene Toilette ist und schön gemütlich und bequem und alles toll und das ist so das Ziel. Den müssen wir dann mal wegbauen, den brauchen wir dann nicht. Wie ist hier insgesamt die Temperatur? Naja, könnte besser werden. Er könnte besser sein, aber das wird soft. So, bauen wir hier noch ein weiteres komfortables Bett. Okay. Also davor kommt auf jeden Fall ein Blumentopf. Das ist die Frage, wenn ich... Ja, genau, so machen wir das. Wir machen ganz außen die Toilette, dann kommt davor. Oh, das muss ich dann an der Stelle doch ändern. Sonst passt es nicht. Und dann. Okay, Sanitär, Rohre, das bauen wir jetzt auch wieder aus. Abyssalit. Und dann bauen wir das so um. Genau. Hier mal die Priorität ein bisschen höher. Okay, dann können wir hier 1, 2, 3 Toiletten bauen. Da können wir dafür ja eigentlich ruhig hier rausnehmen, oder? Ja. Ich dir nichts gegen. Ganz außen wollte ich die Toiletten haben. So, die Duschen kommen dann hier hin. Ja, mit diesen hier warte ich noch eben, bis die Leitung fertig ist und ich und die andere zerlegen kann. Nicht, dass es da Probleme gibt. Na komm schon. Zwei Elemente noch, noch ein Element. Na los. Rohrleitung zu legen. Ich mach's einfach schon mal. Ja, eigentlich nicht so lange dauern, bis das letzte Stück Material ist geliefert, jetzt muss es nur noch gebaut werden. Wischen wir hier mal ganz durch. Genau. Ja, jetzt kann ich natürlich auch hier die Dusche planen, ich kann die Toilette planen und wir können die Leitungen planen. Ich gehe einfach hier, mache ich es mir einfach, gehe einfach hier hoch und hier im Grunde ähnlich. Wie machen wir es denn hier? Hier müsste ich ja auch von hier abgehen. So müsste das funktionieren. Bauen wir da noch eine Rohrbrücke auch aus Abyssalit. Die geht darüber. So müsste es hier funktionieren für den, ja, für den Zugang. Dann bauen wir hier auch direkt wieder den Abfluss. Erstmal jeweils anschließen. So, wo müssen wir jetzt ran mit dem Schmutzwasser? Da ist Schmutzwasser. Ja, dann können wir im Grunde das ja ziemlich einfach machen. Einfach dort mit ran. Und das geht so. Ah, shit. Jetzt, ne Quatsch, ne, das geht ja.
So, einmal von oben daran und einmal von unten. So müsste das Ganze ja wassertechnisch schon mal funktionieren. Okay. Ja, fehlt ja dann eigentlich auch nichts im Badezimmer. Das heißt, wir können auch da noch mal wieder dann können da vielleicht noch ein bisschen Deko reinbauen. Das machen wir auch. Teilen das Ganze dann noch auf. Bauen uns hier drei kleine Skulpturen rein. Dann haben wir das schon mal fertig. So, was könnten wir noch? Erstmal machen wir ein paar Gemälde. So, machen wir das so. Genau, und da können wir dann nämlich nochmal drei Skulpturen, diesmal von der anderen Seite der Tür. So. Dann haben wir hier schöne. Ja, luxuriös würde ich die jetzt nicht nennen, aber eine schöne Wohnräume. Hier muss ich mir natürlich noch was überlegen, dass hier jemand reinkommt. Ja, das machen wir. Machen wir gleich. Ne, können wir auch jetzt direkt machen. Wir machen einfach mal vorübergehend hierfür. Mal schon. Für alle den Zugang rein. Damit hier das auch gebaut werden kann. Und wir da nicht drauf warten müssen. Man kann auch eigentlich auch hier Toiletten jemanden zuweisen, oder? VG, genau. Dasselbe machen wir hier mit der Dusche. Nee, da geht's nicht. Nein, da geht's nicht. So bei der Toilette, so Waschbecken auch nicht, aber immerhin bei der Toilette konnten wir es machen. Hier unten können wir auch mal aufräumen lassen. Ich glaube, ich stelle hier mal. Ah, das wird schon gebaut, okay. Na, dann kann ich die Priorität lassen. Dass wir hier anfangen, das wieder ein bisschen kühler zu bekommen, weil es ist schon wirklich recht warm. Warum hat denn der gute Luigi? Ach so, weil wir auch hier nirgendwo Ressourcen haben. Ah, jetzt macht er was, okay. Da kommen Eier. Dann kann er jetzt gleich auch, wenn er. Hat er jetzt? Ach so, er kann dann Luft mehr bekommen hier unten, ja. Müsste ich ja eigentlich eine kleine Mini-Pumpe irgendwo bauen. Vielleicht hier oben. Wäre schön, wenn wir jetzt schon die neuen Sensoren hätten. Dann könnte man das nämlich dementsprechend steuern. Aber leider noch nicht. Womit wir auch schon beim Thema wären. Ich bin in der kompletten kommenden Woche im Urlaub. Und werde dementsprechend da keine, ja, wieso, achso, ich wollte Wischen nicht aufräumen, da keine Videos machen können. Ich werde einen ganzen Schwung vorproduzieren. Und ja, ob es für jeden Tag reicht, weiß ich nicht, aber müssen wir mal schauen. Wenn ja, gut, wenn nicht, dann wird es danach wieder regelmäßiger. Was das natürlich auch bedeutet, dass wir in der kommenden Woche auch keinen Livestream machen können, wenn der neue Patch kommt. Deswegen vermute ich mal sehr stark, dass ich jetzt schon in den nächsten Tagen anfangen werde mit einer neuen Kolonie. Ich habe ja schon ein bisschen was gesehen. Wer auch gerne wieder dabei sein möchte. Und ja, seid natürlich dann alle auch dabei. Ich hoffe, mir ist dann da niemand durchgerutscht, aber das werden wir dann ja in den ersten Folgen sehen. Ich werde auch nicht so schnell so viele Duplikanten dazu holen, ein paar schon. Und ja, im Zweifelsfall könnten wir die dann ja auch nochmal wieder umbenennen. Ja, das also dazu und den Livestream müssen wir dann nachholen, das machen wir dann. Ist vielleicht auch mal ganz interessant, wenn wir das nicht mit einer neuen Kolonie direkt machen, sondern schon in der neuen Kolonie, aber wo dann so die Grundsachen schon gebaut sind und wir dann direkt ans Eingemachte können mit den ganzen neuen Tierchen und
Ja, die ganzen neuen Sensoren da ein bisschen mit rumspielen, dass wir das alles direkt machen können, ohne dass ihr da großartig lange drauf warten müsst. Ne? So, mal eben hier schauen, wie hier der Gasdruck ist. Ja, der wird noch nicht wirklich weniger, ne? Obwohl wir hier, na gut, das ist auch, sind immer nur ein paar Gramm, die wir hier durchpumpen. Weiß gar nicht, ob wir das überhaupt hinkriegen. Mein Gefühl sagt mir fast nein. Wir machen einfach mal Folgendes. Ich probiere einfach mal hier reinzukommen, hier zu bauen und schau, was passiert. Ich glaube zwar, dass das kein gutes Ende nimmt, aber ja, wir machen das mal so, dass da nur ein Todesmutiger, nämlich ich selber rein darf und da bin ich derjenige, der sein Leben für alle anderen aufs Spiel setzt, damit wir genug Strom haben. Muss natürlich mir wahrscheinlich dann auch noch die Fähigkeit geben zu bauen, sonst wird das ja nichts. Und zu lagern, weiß ich nicht, aber zu versorgen auf jeden Fall. Bauen, ja, das müsste eigentlich reichen, oder? Wobei ich ja jetzt für das erste Stück kann ich es ja noch allen geben. Das ist ja hier noch egal. Muss ich nur später darauf achten, wenn es hier ans Eingemachte geht. Dass wir es dann ein bisschen anders machen. Ach so, genau, da wollte ich auch noch drauf eingehen. Wie das mit dem Petroleum aufräumen war. Da hat jemand geschrieben, dass die Tür zwar. Ah, ja, stimmt. Jetzt weiß ich, was ihr meint. Das hier war das Problem. Okay, habe ich nicht gesehen. Deswegen konnte niemand das Petroleum aufräumen. Jetzt ist eh zu spät, aber. Okay. Problem gelöst. Und das mit. Nee, stimmt, das war auch einer der Kommentare, an die ich mich gerade noch erinnern kann, von Zack, glaube ich, auch. Noch jemand seinen Monitor angeschrien hat, dass das Öl rechts rausläuft. Ja, manchmal macht man nicht so kluge Sachen, dann wissen wir so. Oh. Oh. Böse Fehler. Hassan soll da nicht rein, sondern nur alle rausnehmen, außer ich. Genau. Jetzt können wir es auch wieder schneller laufen lassen. Ach so, einer der Kommentare war ja noch, dass wir hier im unteren Bereich jetzt gar keinen Raumbonus haben. Dafür müssten wir wahrscheinlich diesen Ziegel zerlegen, weil da steht nichts drauf. Und dann müsste man einen Raumbonus haben. Probieren wir das mal. Der Hinweis kam, glaube ich, von Kerstin auch dafür. Dankeschön. Dass die nicht an der Automation angeschlossen sind, habe ich extra gemacht, weil das hatte ich bei den anderen beiden hier waren auch, dass zwei Stück dann zumindest permanent laufen. Ich meine, ich habe jetzt drei Stück deaktiviert, weil wir eh zu wenig Petroleum haben, aber das war die Idee. So, jetzt müssen wir hier. Ja, jetzt haben wir den Raumbonus hier. Also, Dankeschön für den Hinweis. Warum haben wir hier keinen Strom? Der kommt von hier. Ach, weil, wie glaube ich den denn? Ach so, klar. Ja. Nee, ist mir nicht klar. Warum habe ich den denn deaktiviert? Ach doch, klar. Weil der an irgendeinem anderen Stromerzeuger dranhängen. Ja? Ja, genau, hier. Ach, weil das an der Dampfturbine ist. Ja, klar. Und weil die nicht kontinuierlich läuft, deswegen kein Strom. Ja, schalten wir den mal mit ein, dass das hier wenigstens laufen und kühlen kann. Jo, was mache ich? Warum mache ich nicht das, was ich soll? Also, Verfolgerkamera. Und liefert und Prioritäten. Dann machen wir Lager weg.
jetzt mache ich es immer noch nicht, oder? Aber jetzt habe ich irgendwas in der Hand, was dazu passen könnte. Wird gerutscht. Jo, jetzt passiert was. So, jetzt muss ich mir Wolframit holen. Wie viel Wolframit habe ich? Knapp 4 Tonnen, das müsste ja reichen. Ja, weil das hier so weitergeht, dauert das trotzdem Ewigkeiten. Dann zerlegen wir den hier mal. Vielleicht geht das dann ein bisschen schneller, dass wir den verschwinden. Dann startet man mal noch anders. Das Zerlegen brechen wir ab. Und wir zerlegen den. Gucken, ob das Ding jetzt direkt überhitzt. Ja, das werden wir uns aber im nächsten Video ansehen. Ich pausiere das Spiel an dieser Stelle. Sag danke, dass ihr reingeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Danke und bye bye.